Ja, also der Vortrag kann zwischen einer Viertelstunde und 18 Stunden lang sein. Wir nehmen jetzt mal die kurze Variante, damit ich das einfach mal vorstellen kann. Rein Interesse halber, wer macht denn im Unterricht Java mit den Schülern von euch? Ja? Ja? Zwei? Oh, ja. Robocode ist ein Lernspiel für Java, das heißt, hier soll man auch Objektorientierung üben. Es ist als Einsteigerspiel allerdings, finde ich, noch zu schwer. Für Fortgeschrittene ist es wiederum zu einfach, also so ein bisschen mittendrin. Wenn man Java jetzt schon mit System-Out-Print-LN kennengelernt hat, Formeln machen kann, Funktionen kennengelernt hat, dann ist es eigentlich an der Zeit, so etwas wie Robocode einzuführen, denn dann macht es auch Spaß, weil man weiß, was man tun kann. So, wir verwenden Robocode für Software Engineering. Das ist die dritte Java-Vorlesung, die wir an der Fachhochschule machen. In der ersten lernt man erstmal Programmieren allgemein, auch mit OpenSCAD. In der zweiten lernt man dann die Feinheiten von Java kennen, mit Arrays, mit Klassen, mit Vererbung. Und in dem dritten Java-Kurs dann kommt Objektorientierung dran und auch das Arbeiten im Team. Und dafür ist Robocode auch ganz toll. Weil hier kann man in einer Entwicklungsumgebung mit mehreren Leuten zusammenarbeiten und sich Strategien einfallen lassen und hat die gleiche Arbeitsumgebung, egal ob man es unter Windows, unter Linux oder auf dem Macintosh machen möchte. Ja, bei Robocode, die Robocode-Webseite befindet sich bei SourceForge, also eine Open-Source-Entwicklungsumgebung, ursprünglich von IBM. Und dort bekommt man auch das aktuelle Robocode zum Download. Damit es jetzt nicht alle hier anklicken müssen, habe ich das schon auf meine Webseite runtergeladen, ja, über die man das Ganze jetzt auch verfolgen kann. Also wer es noch nicht offen hat, 192.168.101.255 ist mein Notebook hier und dort befindet sich unten das Neues von Knoppix, Robocode Knoppix Tage, Ergänzungen und was ich vergessen habe, ist das auch rüber zu kopieren. Das Robocode Jar, Copy, Download, Robocode 1, wo sind wir gerade? 924.setup.jar war www. So, jetzt ist es dort. Einmal Reload. Ja, hier unten. Ist nicht besonders groß, 5,6 MB, als quasi ZIP-Datei komprimiert, müsste sich aus dem Webbrowser jetzt auch direkt starten lassen. Ja, das heißt, auch wenn ihr Knoppix gebootet habt vom USB-Stick, was ich auch schon mal vorbereitet habe, eins von den vielen Fenstern hier, müsste die Knoppix sein, hier ist sie, frisch gebootet. Ja, dort einfach den Browser öffnen. Skripte bitte freischalten, denn für die Java-Installation wird man die brauchen. Alternativ kann man es erst runterladen und anschließend dann mit Java-Jar ausführen. Müsste sich aber auch eigentlich direkt anklicken lassen. Bietet mir auch nur an, Datei speichern, dann mache ich das auch. Na, schon fertig. Sollte jetzt im Heimverzeichnis im Downloads-Ordner liegen. Robocode 1924setup.jar. Öffnen mit, da müsste jetzt eigentlich Java angegeben werden. Um es nicht unnötig kompliziert zu machen, würde ich das über die Kommandozeile, ja gut, auch öffnen mit, benutzerdefinierte Kommandozeile, java-jar %f. Ja, dann kommt das Installationsfenster. Wenn es jetzt zu schnell war, ich mache es nochmal, öffnen mit,
und dort unter Benutzer definierte Befehlszeile Java Leerzeichen minus jar Leerzeichen %f steht für die Datei. Und wenn ich das eingegeben und abgeschickt habe, dann kommt dieses Fensterchen hier und der sagt, er installiert jetzt Robocode im Verzeichnis Home Knoppix Robocode, ob das okay ist. Und dann sage ich, das ist okay und anschließend ist es dann installiert. So, wer Hilfe braucht, bitte Bescheid sagen. Ja. Ah, du hast es angeklickt, dann öffne das als ZIP-Datei. Ja, das ist kein Problem. Öffnen mit. Ja, dort jetzt bitte Java, Leerzeichen, minus jar, minus jar. Ja, Leerzeichen, %f. %f, genau. Okay. So, jetzt startet er das Java und installieren im Verzeichnis Robocode. Fertig. Ja, jetzt kann ich also ins Benutzerverzeichnis gehen. Dort ist es Robocode. Da müsste es an Robocode SH gehen. Ausführen. Jawohl. Und da geht es auch schon los. Gut. Ja, also nächster Schritt ist dann Robocode ausführen. In dem Verzeichnis, wo er es rein installiert hat. Das ist im Benutzerordnung, Ordner, Verzeichnis Robocode. Das ist das Standardverzeichnis, falls ihr es nicht geändert habt. Und dort gibt es eine Robocode.sh. Das ist für Linux die Startdatei. Unter Windows gibt es ein Icon, das erscheint dann im Menü oder auf dem Desktop. Bitte nicht RoboRumble. Das lädt nämlich die weltbesten Klasse-Roboter ungefähr 200 MB aus dem Internet runter und lässt sie dann gegeneinander kämpfen. Das wollen wir nicht machen. Das wäre die erweiterte Version des Kurses. Wir wollen einfach nur das Robocode.sh. Das fragt nochmal nach, ob es wirklich ausgeführt werden soll. Dann sage ich ja, ausführen. Und dann sollte ein kleines Java-Fenster erscheinen, was sagt, jetzt startet Robocode. So, und das ist auch schon das Robocode-Fenster, wo zwei Roboter von den Beispielrobotern gegeneinander kämpfen und ja, der Trecker gewinnt, weil Sitting Duck macht nichts anderes als da sitzen und warten, bis er abgeschossen wird. Das ist ein guter Testroboter, um den eigenen Roboter zu testen. Und der Trecker, der sucht und findet die Gegner und fährt denen dann auch hinterher. So, das ist also die Robocode-Umgebung. Eine Arena, in der sich die Roboter bewegen. Auf der rechten Seite, wo es im Moment leer ist, da sind dann die Teilnehmer aufgelistet an dem jeweiligen Wettkampf. Und das Wichtigste ist natürlich das Menü hier oben, wo man einmal Roboter gegeneinander kämpfen lassen kann. Bevor wir das machen, müssen wir die Roboter natürlich erstmal programmieren oder uns die Beispielroboter angucken unter Robots. Ich gehe nochmal kurz in die Folien, damit man sehen kann, wo wir jetzt gerade sind. Genau, also das Schöne an dem Spiel ist, es ist halt ein Wettbewerb. Jeder versucht, den besten Roboter zu programmieren, um sich in einem Wettstreit mit den anderen Programmierern durchzusetzen. Es ist nicht so technisch wie Code Wars oder diese Programmierspiele, wo man nichts sehen kann, weil halt einfach nur Programme gegeneinander kämpfen. Hier fahren tatsächlich kleine Panzer durch die Gegend und versuchen, sich gegenseitig abzuschießen und dazu zu gucken, macht Spaß. Und wenn es zu lange dauert, dann kann man die Geschwindigkeit hochdrehen, dass man einfach nur das Ergebnis von 1000 Runden sehen kann. Ja, die Spielregeln des Spiels. Die Roboter haben ein recht klares Design, mit Absicht einfach gehalten. Ich hatte ja letztens schon einen dabei, den lasse ich jetzt auch mal rumgehen. Der ist aus dem 3D-Drucker zum Angucken. Der besteht aus drei Teilen, die man auch voneinander trennen kann, aber bitte nach Möglichkeit die drei Teile zusammenlassen beim Rumgeben. Jetzt gehe ich doch mal vor die Kamera. Gut. Ja, also einmal haben diese Roboter den Körper, der kann vor- und zurückfahren und sich drehen. Oder auch beides gleichzeitig. Ja. Also man kann damit in alle Richtungen fahren. Dann hat er eine Kanone, das ist dieser Teil oben drauf, die kann sich um 360 Grad drehen. Damit kann er auf Gegner zielen. Und dann hat er oben drauf noch einen Scanner. Mit dem kann er auf einer Linie, also wie so ein Radar bei den alten Schiffen, auf einer Linie andere Roboter scannen und erkennen. Den muss man natürlich drehen, sonst sieht er die nicht.
Der kann also nicht das ganze Spielfeld umfassen, sondern immer nur auf einer Linie schauen, ob da gerade jemand vorbeifährt. Und der Bereich um den Roboter, in dem er scannen kann, ist auch nur 1000 Pixel groß. Ja, das heißt, wenn jemand weiter weggefahren ist, wenn die Arena größer ist, kann es sein, dass man die nie zu Gesicht bekommt und muss dann durch die Gegend fahren und die Gegner suchen. Ja, also so einfach ist er aufgebaut. Natürlich gibt es für jede Bewegungsrichtung, für alles, was er kann, Java-Funktionen, die schon fertig sind. Ja, also im einfachsten Fall nimmt man einfach einen der Beispielroboter und modifiziert den. Aber man kann natürlich auch feiner granuliert steuern. Ja, also wer möchte, kann sich den mal angucken. Das ist ein Modell ohne Funktion, aber da sieht man die drei Teile und wie man die trägen kann. Gut, das sind also die Bewegungen, die der ausführen kann. Mehr kann der Roboter nicht, mehr kann man auch nicht programmieren. Ja, Punktestand. Am Anfang hat jeder Roboter 100 Energiepunkte. Wenn er die verliert, zum Beispiel indem er von Gegnern getroffen wird oder wenn er gegen die Wand fährt oder mit einem anderen Roboter kollidiert, geht die runter und wenn sie null ist, dann explodiert er und wird aus dem Spiel entfernt. Zumindest für diese Runde. Man macht ja immer mehrere Runden, also der kommt dann wieder. Ja, im Ergebnis kriegt man aber auch Punkte und zwar dadurch, dass man Gegner trifft. Ja, und zwar bekommen die mehr Punkte abgezogen, als man selber dazu gewinnt. Also die Idee, Energie auszutauschen mit Teamkollegen, indem man sich gegenseitig beschießt, funktioniert leider nur teilweise. Der Schaden, der angerichtet wird, ist in der Regel höher als der Gewinn. Also man sollte immer auf Gegner zielen und wenn man die trifft, dann kriegt man Energiepunkte dazu. Für das Fahren selber wird keine Energie verbraucht. Es wird also angenommen, man fährt auf einer Fläche, es gibt keine Reibungsverluste, kein Treibstoff wird verbraucht. Nur wenn man gegen die Wand fährt, dann bekommt man wieder für die Schäden, die zu reparieren sind, etwas abgezogen. Wer am Schluss das höchste Ergebnis hat, und das besteht eben daraus, dass man als letzter übrig bleibt, aus der Anzahl zerstörter Gegner, und es gibt noch einen Bonus für das Rammen von Gegnern, wenn man also mit Absicht gegen jemand fährt und dem dadurch Schaden hinzufügt, dann bekommt man zwar selber auch etwas Energie abgezogen, aber im Punktestand kann man dann vor die anderen kommen, weil man halt sich besonders gerissen oder aggressiv oder wie auch immer verhalten hat. Am meisten Punkte gibt es natürlich, wenn man als Letzter überlebt das Spiel. Ja, also das Team oder der Roboter, der am Ende übrig ist, der kriegt die meisten Punkte und die Punkte zusammen mit den Punkten für Zerstörung und Treffen von Gegnern geben dann das Spielergebnis. Und ein Schuss kostet keine Punkte? Doch, ein Schuss kostet auch Punkte. Da gibt es verschiedene Varianten. Der Befehl zum Schießen, den gibt es zwischen 1 und 3. 3 kostet die meisten Energiepunkte, aber bringt auch das meiste, wenn man einen Gegner trifft. Dafür ist dieser Schuss sehr langsam. Man schießt also quasi mit einem Projektil, was sich langsam durch die Luft bewegt. Ja, das widerspricht ein bisschen der Physik. Wenn man kleinere Projektile verwendet, dann kosten die weniger Energie, bewegen sich aber auch etwas schneller. Wenn sie treffen, kriegt man aber auch weniger Punkte hinzu als bei den großen Projektilen. Ja, also die Philosophien gehen auseinander, ob man immer mit dem maximal stärksten Schuss schießen soll oder mit dem kleinsten und dafür öfter. Und die Kanone braucht auch zwischen den Schüssen etwas Zeit, um sich abzukühlen. In dieser Zeit verweigert sie den Abschussbefehl und das kostet dann entsprechend auch keine Punkte. Das heißt, eigentlich kann man, wenn man möchte, Dauerfeuer schalten, aber irgendwann ist auch die Energie weg. Gut, es gibt für den Java-Kurs, den wir ja dann einmal im Semester halten, eine Projektbeschreibung. Da ist das Ganze sehr ausführlich drin. Das habe ich verlinkt in den Folien. Kann man sich dann später nochmal in Ruhe durchlesen. Da steht als Aufgabenstellung für unseren Kurs das Ziel definiert, dass man in Teams aus Menschen, also drei Programmierer jeweils, ein Team aus zwei Robotern erstellen soll und diese zwei Roboter, die dürfen miteinander kommunizieren, die dürfen sich also absprechen, was sie tun. Die sollten natürlich nicht aufeinander schießen, sonst verliert man unnötig Punkte und das Ganze durchfährt dann die Methoden der Software Engineering, also Planung, Analyse, Entwurf, Programmierung, Tests und Dokumentation. Man muss dann auch später einen Vortrag darüber halten. Das ist 50% der Note, die es für Software Engineering gibt. Der andere Teil ist Theorie. Gut, das ist also die ausführliche Projektbeschreibung zum später in Ruhe durchlesen. Und die Spielregeln, an die man sich zwangsläufig halten muss, weil die Runtime-Umgebung, die achtet ja auch drauf. Man hat also eigentlich gar keine Möglichkeit, was falsch zu machen.
da die Runtime die Regeln kontrolliert und entsprechend auch einhält. Es gibt auch keine Möglichkeit, wenn der Roboter gestorben ist, plötzlich neue Roboter mit dem Kommando new zu generieren, wie das sonst in Java üblich ist über den Konstruktor. Der Konstruktor ist vom Spiel aus private und wenn der Roboter vom Spielfeld genommen wird, dann bleibt er so lange weg, bis die neue Runde angefangen hat. Was braucht man? Man braucht Java, die Java Runtime ab Version 1.6 aufwärts. Zum Laufen lassen des Spiels, wenn man selber Java-Roboter erstellen will, braucht man natürlich auch einen Java-Compiler. Da gibt es einerseits die Möglichkeit, von der Java-Runtime auch gleich das Development-Kit zu ziehen, mit dem Java-C-Compiler, auch ab Version 1.6. Es gibt aber noch eine Alternative. Wenn man keinen Java-Compiler installieren will, gibt es einen Quelltext für den IBM JIT-Compiler. Der erfordert dann einen installierten C-Compiler, also Visual C zum Beispiel unter Windows oder den GCC unter Linux, und der übersetzt einen eigenen Java-Compiler. Der kennt die meisten Java-Befehle, aber nicht alle. Mit dem kann man die Roboter zum Beispiel nicht einfärben, was manchmal zur Verfolgung, welche Strategie die fahren, ganz praktisch ist. Wenn man sehen kann, mein Roboter ist gerade rot geworden, das heißt, er ist jetzt im Angriffsszenario drin. Installiert wird das Ganze, das haben wir gerade zusammen gemacht, als JAR-Archiv. Im Prinzip ist das eine ZIP-Datei mit der Robocode-Verzeichnisstruktur und dem Start-Programm, um das Ganze dann loslaufen zu lassen. Gut, und in dem Workshop schauen wir jetzt, wie weit wir kommen. Am Anfang würde ich vorschlagen, wir schauen mal in die Sample-Roboter rein. Das ist ganz einfaches Java, also selbst wer noch nie Java programmiert hat, aber vielleicht eine andere Programmiersprache kennt, PHP oder C oder meinetwegen auch Visual Basic, der wird das verstehen, was da drin steht. Der Robocode-Editor ist praktischerweise in der Robocode-Umgebung eingebaut. Da brauchen wir also nichts zu installieren, auch kein Eclipse zu verwenden. Es geht mit Eclipse, aber man muss keinen Eclipse haben. Und diese Team-Funktion, das ist eine spezielle Erweiterung vom Robocode-Robot, der heißt dann Team-Robot und der enthält 3, 4 neue Funktionen, die dafür da sind, dass die Roboter untereinander Nachrichten austauschen können, zumindest wenn sie im gleichen Team spielen. So können die sich absprechen, was sie tun. Oder der eine Roboter kann dem anderen sagen, du schießt gerade auf mich, bitte such dir einen anderen Gegner. Ja, das geht auch über diese Kommunikationsfunktion. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und schauen in die Robocode-Umgebung rein. Wo ist mein gebootetes Knoppix? Hier ist es. Und zwar befindet sich der Robocode-Editor unter dem Menü Robot Source Editor. Ja. Wer Hilfe braucht, bitte Bescheid sagen. Ja, einfach zugucken geht auch, aber ist schöner, wenn man es selber ausprobieren kann. Ja, also unter Robot Source Editor. Ah, ist noch nicht runtergeladen. No. Ja, dann mache ich das kurz. So, Knoppix Tage Workshop. Genau, da ist hier unten das Robocode Setup. Speichern. Dann das Benutzerverzeichnis. Downloads, Robocode. Ah, da war es schon. Öffnen mit Java-Jar. Java-Jar %F. So, jetzt ist es installiert. Jawohl, und ein Verzeichnis höher. Robocode SH. Ja. Cool. Und da, dann unter Robot Editor. Ja? Ja? Achso, 192.168. Ja, da steht schon. Na, wenn man runterladen darf. Ja, achso, das habe ich schon runter, damit wir nicht ins Internet müssen. Ja. Okay. So, behalten, ja. Gut, das hat er jetzt runtergeladen und wir können es aus dem Ordner Downloads da öffnen mit. Okay. Da bitte Java-Jar. Genau. Java ja, minus J-A-R. Ja, okay. Ja, %F. Ja,
Da hätte ich mal standardmäßig eintragen müssen eigentlich, okay, dass das automatisch macht. Ja. Gut, installiert in das Verzeichnis Robocode und dort können wir es jetzt starten. Ja. Ah ja, das geht schnell. So, dann suchen wir uns mal einen Roboter aus im Robocode-Editor. Ja, genau. Jetzt fragt er, welchen Compiler er verwenden soll. Er hat den Java C-Compiler gefunden. Wenn man sagt, ja, den einfach nehmen, dann ist gut. Wenn man sagt, nein, dann übersetzt er selber ein. Was aber etwas länger dauert, deswegen würde ich sagen, wir nehmen den installierten. Ja, click to continue. So, das muss man nur einmal machen. Danach ist er drin und jetzt öffnen wir einen von den Beispielrobotern. Open, ja, geht in das Verzeichnis, wo die alle drin sind und dort gibt es ein Unterverzeichnis Sample. Ja, habt ihr das alle? Also Doppelklick und hier sieht man die einzelnen Roboter. Die haben so klangvolle Namen wie Corners, Crazy, Fire, Interactive, My First Junior Robot, Remfire, Spinbot, Target.java, das ist einfach nur einer, der wartet, bis er abgeschossen wird. Manchmal bewegt er sich allerdings auch, um es nicht zu einfach zu machen. Gut, dann nehmen wir mal den letzten von der Liste, den Walls.java, der ist besonders einfach gehalten. Ja, also Walls.java und auf OK. Ja, die sind alle sehr gut dokumentiert. Ja, und wenn man jetzt Java, sich mit Java etwas auskennt, sieht man hier die Definition für die Hauptklasse Public Class Walls extends Robot. Das heißt, der Roboter Walls, der erbt alle Funktionen, die in der Hauptklasse Robot drin sind. Und diese Hauptklasse Robot, die wird ja von der Robocode-Umgebung zur Verfügung gestellt. So. Ja, bin etwas rausgescrollt. Doch, da bin ich wieder. Ja, die Run-Methode ist die, in der der Roboter losläuft, wenn er vom Spiel in die Arena gesetzt wird. Da steht zunächst mal, dass er seine Farben verändern soll. Set Body Color, Set Gun Color, Set Radar Color, Set Scan Color. Damit ändert er seine Farben. Hier wird dann berechnet, wie weit er vom Rand entfernt sein könnte, wobei hier einfach die Maximalgrößen des Spielfelds angegeben sind. Dann dreht sich der Roboter relativ zu seiner Hauptachse um 90 Grad nach links, läuft dann diesen berechneten Maximalbetrag nach vorne. Damit steht er dann irgendwo an einer Wand. Dann dreht er sich wieder um 90 Grad nach rechts. Die Kanone ebenfalls. Turn Gun Right dreht die Kanone. Turn Right dreht den Roboter. Und anschließend kommt eine While-Schleife, wo er genau das immer endlos fortsetzt. Ja, er guckt, ob Gegner da sind. Er läuft nach vorne, er dreht sich um 90 Grad, fängt wieder an, guckt nach Gegnern, läuft nach vorne, dreht sich um 90 Grad und so weiter. Also dieser Endlosschleife folgend läuft er einfach immer im Kreis rund um das Spielfeld herum. Jetzt natürlich die Frage, wie kann so ein Roboter überhaupt gewinnen, wenn der nur im Kreis läuft? Das sind die Aktionen und die werden von der Robocode-Umgebung immer automatisch ausgeführt, wenn eins der angegebenen Ereignisse auftritt. Zum Beispiel bei On-Hit-Robot, das heißt, ich bin gegen einen gegnerischen Roboter gefahren. Ja, wenn das der Fall ist, ist eigentlich gut, kriege ich Punkte dazu, allerdings reduziert es meine Energie etwas. In diesem Fall läuft der Roboter um 100 Pixel wieder zurück, weil er annimmt, ja, da läuft jemand und den möchte ich ausweichen, 100 Pixel zurück. Wenn der Zusammenstoß allerdings von hinten kam, dann läuft er stattdessen nach vorne. Das macht dieses If. Das berechnet, kam der Zusammenstoß von vorne oder von hinten und läuft dann jeweils etwas in die andere Richtung bei OnHitRobot. Interessant wird es, wie der auf andere schießen kann. Dafür gibt es die Funktion OnScannedRobot. Das ist eigentlich die Funktion, in der sich die Studenten hauptsächlich bewegen. Was passiert, wenn ich einen anderen Roboter gescannt habe? Dann bekomme ich nämlich den Winkel raus, wo der steht. Ich bekomme raus, wie schnell der läuft. Und auch wie der heißt. So kann ich also auch erkennen, ob es einer von meinen Teamkollegen ist oder ein gegnerischer Roboter. In diesem Fall, wenn ein Roboter erkannt wird, wird einfach drauf losgefeuert. Ja,
Warum funktioniert das bei diesem Roboter? Ist der Scanner und die Kanone, die zeigen in die gleiche Richtung. Das heißt, wenn er in die Richtung feuert, in der er einen Roboter gesehen hat, stimmt es schon. Zumindest, wenn sich der Gegner nicht bewegt. Ja, wenn der vorbeiläuft und dann schießt unser Roboter, dann geht der Schuss daneben. Aber der ist halt sehr einfach gestrickt. Der macht nichts anderes, als im Kreis zu fahren und wenn er einen gegnerischen Roboter sieht, zu feuern. Und anschließend scannt er nochmal. Es kann ja sein, dass da noch ein zweiter Roboter dahinter steht. Dann ruft er diese Funktion Scan auf und dann kriegt er eventuell wieder so ein Ereignis, On-Scan-Robot, und feuert dann gleich wieder. Ja, das ist alles. Der gesamte Roboter Walls. Und wenn man ihn jetzt mal testen will gegen andere, dann gehen wir wieder in die Spielarena, also mit dem großen schwarzen Fenster, und machen einen Battle. Ja, Battle heißt einfach, wir setzen jetzt Roboter, die in Java geschrieben sind, in die Arena rein und lassen die gegeneinander kämpfen. Besonders interessant ist es, den Walls aus der Liste, ja, einmal anklicken, einmal nach rechts unter Selected Robots, vielleicht gegen den Sitting Duck, der macht nichts, und gegen einen, der was tut. Klassisches Beispiel ist der Trecker. Der läuft nämlich den Robotern, die er einmal gescannt hat, immer hinterher und versucht, die dann von hinten zu ermorden. Ja, jetzt haben wir also drei Roboter ausgewählt und können jetzt festlegen, bestimmte Spielparameter, wie groß das Spielfeld sein soll. 800 mal 600, das reicht für diese paar kleinen Roboter locker. Ich gehe vielleicht sogar noch eins runter. 600 mal 600, das müsste auch reichen. Na, lieber rechteckig, 800 mal 600, passt schon. Okay, und nächstes wäre dann Start Battle und dann laufen die gegeneinander los. Ja, das sieht man hier, beziehungsweise über den Beamer ist es jetzt halt schon etwas langsamer, als wenn ich den Beamer direkt angeschlossen hätte. Bei euch auf dem Bildschirm seht ihr jetzt, wie dieser Walls immer im Kreis herumfährt. Wenn er einen der Gegner sieht, dann kommt ein kleines Projektil aus der Kanone raus. Der Trecker versucht hinterher zu fahren, aber wie man hier erkennen kann, er ist irgendwie zu langsam. Also er schafft es nicht, so nah an den Walls ranzukommen, dass er den erfolgreich bekämpfen kann. Trecker verliert immer weiter Punkte, weil er ins Leere schießt. Walls, naja, hin und wieder trifft er mal und gewinnt Punkte dazu. Jetzt hat Trecker irgendwann zu wenig Punkte, um sich weiter zu bewegen und jetzt ist er von einem Projektil von Walls erschossen worden. Ja? Das geht jetzt standardmäßig über, was steht oben, wie viele Runden? 2 von 10. Wenn ich das etwas beschleunigen will, weil ich jetzt nicht so lange warten will, dann drehe ich hier unten den Geschwindigkeitsregler ganz auf. Ja, dann läuft das in einer abartigen Geschwindigkeit und ich habe dann hier unten das Ergebnis. Walls ist der Erste, hat wie oft überlebt, als einziger hinten bei Firsts steht das. Ja, 10-mal hat er als Letzter überlebt. Der Trecker war 10-mal Zweiter und wie zu erwarten, Sitting Duck immer Letzter, hat kein einziges Mal gewonnen. Obwohl ich es auch schon mal gesehen habe, dass der gerade durch die Passivität nicht aufgefallen ist und ziemlich lange mit im Rennen war. Gut, und entsprechend verteilen sich eben auch die Punkte für die Überlebenspunkte. Ja. Ich würde vorher gerne mal essen. Gut. Okay. Ja, okay, dann machen wir das so. Alles klar. Wir haben uns den Walls kurz angeguckt und mich wieder mal zu meiner Knoppix zurück, die hier sitzt, und ihn einmal gegen den Sitting Duck ausprobiert und gegen den Trecker. Ja, mit dem zu erwartenden Ergebnis, dass Walls eigentlich ziemlich alles gewinnt. Gut, dann gehe ich wieder in den Robot Source Editor rein. Ja, also im Prinzip sind das zwei Fenster. Einmal das Battlefield, wo die gegeneinander kämpfen, und der Robot Editor, der die Entwicklungsumgebung darstellt. Und jetzt lade ich mir mal den Trecker in den Editor, um mir den anzugucken. Also Open und dort aus den Sample-Robotern auf der rechten Seite den Trecker.java. So, also der Anfang und das Framework, wie es aussieht, ist eigentlich bei allen Robotern gleich. Auch hier erbt er wieder alle Eigenschaften von dem Standard-Robocode-Robot. Und
Was anders ist, ist sicherlich die Bewegung des Roboters. Der fährt nämlich gar nicht, also zumindest mal nicht hier, sondern dreht die Kanone nach rechts, zählt ein bisschen nach oben und wenn er der Zähler einen bestimmten Stand erreicht hat, dreht er die Kanone um 10 nach links, ansonsten dreht er sie wieder um 10 nach rechts und ja, falls nach 11 Spielzügen noch nichts passiert ist, der Counter also die 11 erreicht, dann setzt der Trackname gleich 0. In Trackname speichert er sich, wen er gerade verfolgt. Das ist die Variable hier oben, Trackname gleich 0 am Anfang. Ja, also diese Wildschleife, die führt eigentlich außer bei der Kanone gar keine Bewegung durch, fährt vor allem nirgendwo hin, sondern sorgt einfach dafür, dass in regelmäßigen Abständen das Spielfeld, so im Winkel von 10, neu gescannt wird und dass sich die Kanone dreht. Das heißt, die eigentliche Intelligenz von diesem Roboter sitzt wieder in der Funktion onScannedRobot. Falls ein Roboter gescannt wurde, dann wird diese Funktion aufgerufen und die Information über den gescannten Gegner landet in dieser Variable E drin. ScannedRobotEventE enthält also die Infos zu dem gescannten Objekt. Ja, wenn dieser Trackname, der vorher am Anfang auf 0 gesetzt war, wenn der ungleich 0 ist und der verfolgte Roboter oder der verfolgte Roboter identisch ist mit dem, den man sowieso gerade verfolgt, dann muss er nichts tun. Ja. Ansonsten setzt er den zu trackenden Namen auf den neu gescannten Roboter. Das heißt, jetzt fängt er an, jemanden zu verfolgen. Das wird auch ausgegeben, ähnlich wie bei System.out.println. In Java gibt es ja ein out.println. Damit kann man verfolgen in dem Fenster für jeden einzelnen Roboter, was der gerade macht, wenn man diese Debug-Informationen noch mit ausgibt. Ja, falls die Distanz zu dem gescannten Roboter, also e.getDistance, falls die Distanz von ihm selber zum gescannten Roboter größer ist als 150, dann muss er sich auf den zudrehen und ein Stückchen fahren, damit er möglichst nah an ihm rangeht. Das Berechnen des Winkels, bisschen Trigonometrie kann man hier natürlich auch lernen, ganz wunderbar sogar. Ja, also ich habe noch nie so viele gezeichnete Dreiecke gesehen wie während dem Robocode-Kurs. Um die Rechnungen auszuführen, wann Sinus, wann Cosinus und wie man dann die Kanone drehen muss oder den Panzer, damit er auf den Gegner zufährt. Gun Turn Amount ist also die Strecke, der Winkel, den die Kanone gedreht werden muss, um auf den Gegner zu zielen. Und der Winkel, den ich mich drehen muss, um auf den Gegner zuzufahren, das ist einfach der gemessene Winkel zwischen meinem Scanner, der Y-Achse und dem gescannten Objekt. Ja, hier kann ich also einfach sagen, turn right, e.getBearing. Das dreht sich um den Winkel, den der Gegner von meiner Richtung nach vorne entfernt ist, wieder zurück, sodass ich auf den zufahre. Gut, dann muss ich fahren. e.getDistance minus 140 ist also der Abstand von mir zum Gegner minus 140. Das heißt, 140 Pixel vor dem Gegner wird das eigene Fahrzeug dann zum Stehen kommen und kann dann zum Beispiel auf den draufballern. Ja. Falls die Distanz zum Gegner nicht größer als 150 ist, muss er das nicht machen mit dem Ranfahren, aber die Kanone richtig drehen. Ja. Also falls er da oben nicht drin gelandet ist, bedeutet das, ich stehe 140 Pixel vor dem Gegner und das ist eigentlich nah genug, sodass ich feuern kann. Nur muss ich vorher nochmal die Richtung, in der die Kanone zeigt, korrigieren, sodass die auch auf den Gegner drauf zeigt. Und mit Fire 3 schieße ich mit maximaler Stärke und wenn ich treffe, kriege ich Energie dazu. Falls ich zu nah am Gegner bin, das ist eine Besonderheit von dem Tracker, hätte man nicht so machen müssen. Falls ich zu nah dran bin, dann fährt er wieder ein Stückchen zurück um 40 Pixel, damit er den Gegner nicht aus Versehen rammt. Wobei es für das Rammen ja eigentlich Punkte gibt. Insofern ist das hier eigentlich unnötig. Und danach wird nochmal gescannt, falls man mehrere Gegner vor dem Scanner hat, dass man die anderen auch mitbekommt. Hier ist auch wieder etwas drin, wenn man an den Gegner dran gefahren ist, den gerammt hat, On-Hit-Robot, dann wird ein Stück ausgewichen. Und hier On-Hit-Robot. Ja? Ach so, ja, okay. Ich kann es auch markieren. Ja, also OnHitRobot ist die Funktion, die ausgeführt wird, wenn ich einen gegnerischen Roboter ramme oder wenn der mich rammt.
Hier ist noch eine Kleinigkeit eingebaut. Wenn das nicht mein eigentlicher Gegner ist, den ich gerade gerammt habe, dann ist es offensichtlich jemand, der näher dran steht. Dann wird stattdessen der verfolgt. Auch hier wird ja dann die Kanone gedreht auf die Richtung des Gegners und gefeuert. Ja, dieser Roboter hat, obwohl er so kurz ist, ein gewisses Problem. Er reagiert nämlich einfach zu langsam. Das heißt, er führt jede Bewegung bis zu Ende aus, auch wenn der Gegner schon längst weggelaufen ist. Hier ist ein kleiner Hinweis. Try changing these to set turn gun right statt turn gun right. Ja, wenn man jetzt wissen will, was macht das, dann kann man in die Robocode API gehen. Die müsste hier bei Help sein. Robocode API öffnet einen Browser, geht auf die Robocode Hilfeseite und dort kann man über jede Funktion und über jede Klasse von Robocode nachlesen, wie die aufgerufen wird. Ja, das sind also alles Java-Klassen, die hier drin sind und Java-Funktionen und Informationen, was die alle so machen. Ja, die Funktion, die jetzt hier empfohlen wurde, war Set Turn Gun Right. Muss ich also gucken, wo kommt die drin vor. Wobei man hier erstmal die Klassen zu beachten hat. Robocode als Hauptklasse, davon vererbt die Klasse Robot und den wir eigentlich suchen, wo diese Sonderfunktion drin ist, ja, muss ich nicht lang suchen, weil ich das schon weiß, heißt Advanced Robot. Und der Advanced Robot hat ein paar Bewegungen, die der normale Robot nicht hat. Und dazu gehören eben die Funktionen, die nicht warten müssen, bis sie zu Ende ausgeführt wurden und sofort weitermachen können. Quasi ein Fork, sodass etwas im Hintergrund läuft. Also alles, was mit Set anfängt. Set, Turn, Gun, Right, da ist es. Sets the robot's gun to turn right by degrees when the next execution takes place. Das heißt, diese Funktion kehrt auch sofort zurück. This call returns immediately and will not execute until you call execute. Ja? Das gibt also die Richtung vor, in die sich die Kanone anfängt zu drehen und diese Bewegung wird automatisch weiter ausgeführt, auch wenn der Roboter inzwischen was anderes macht. Wenn ich die jetzt also verwenden will, muss ich hier vor das Turn Gun Right ein Set schreiben und da Java groß- und kleinschreibigen abhängig ist, muss das Turn groß geschrieben werden. Set Turn Gun Right. Ja, das ist also die Empfehlung, das zu ändern. Und damit er das Gleiche auch macht für die Richtung, in die er fährt, also nicht in die eine Richtung fahren, wie das kennen, in die nächste Richtung fahren, wie das kennen, mache ich das Gleiche mit Set Turn Right für die Richtung, in die sich der Roboter bewegen soll. Hier ist noch ein Hinweis, den sehen wir aber gleich beim Kompilieren. Damit diese beiden Funktionen funktionieren, müssen wir aus dem normalen Robot hier oben, Extends Robot, einen Advanced Robot machen, aber ich versuche es jetzt erstmal so zu kompilieren, damit man die Fehlermeldung auch sehen kann. Ja, also mit den beiden Änderungen aus dem Turn Right, Set Turn Right und Turn Gun Right, ein Set Turn Gun Right bei Scanned Robot Event war das. Ja, hier, also diese beiden Sachen haben wir geändert. Compiler, Compile oder Steuerung B. Ja, ich möchte den Tracker speichern. Ja, und da sagt er mir tatsächlich, er findet in der Klasse Robot diese Funktion Set Turn Gun Right nicht. Ja, das war auch im Kommentar so drin gestanden. Also muss ich jetzt hochgehen und aus diesem Robot einen Advanced Robot machen. Das muss ich an zwei Stellen tun. Einmal bei dem Extents für die Basisklasse, Advanced Robot, und einmal bei den inkludierten Klassen. Da steht im Moment Import Robocode Robot. Da muss dann entsprechend auch Advanced Robot stehen. Ja, also einmal hier und einmal hier. Jetzt sollte es auch wieder compilen. Ja, speichern. So, compiled successfully, wunderbar.
Das mit dem Bootstrap, Class, Path, Not Set in Conjunction, das kann man ignorieren. Das ist bei der neuen Java-Version so, dass dort je nach verwendeter Versionsnummer sollte man dann den Class Path auch angeben, brauchen wir aber hier nicht. Das heißt, der Roboter ist neu übersetzt und wir können den Battle wieder starten. Gehen also wieder in die Arena, wo noch Wall, Sitting Duck und Trekker aufgelistet sind. Der Trekker, den haben wir gerade verbessert als Advanced Robot. Ja, jetzt setze ich die Geschwindigkeit wieder zurück, dass man auch gucken kann, was die machen. Vielleicht auf 25 oder 30. Und dann klicke ich auf Restart und damit wird jetzt der geänderte Trekker genommen. Ja, leider sieht man das etwas ruckartig da vorne am Beamer. Im Moment hat Trekker den Sitting Duck als Ziel. Jetzt sieht man, der fährt jetzt auch anders. Und zwar fährt er statt kastig um die Ecke, fährt er jetzt in relativ geradlinigen Bewegungen auf den Gegner zu. Ja, nähert ihm sich auch an. Könnte noch ein bisschen weiter verbessert werden. Ja, also noch ist er nicht schnell genug, aber es sieht schon mal besser aus als vorher. Ich gehe wieder in den Robocode Editor. Es gibt noch eine weitere Funktion, die ich verbessern kann. Nämlich, da steht irgendwo ahead, dass er vorwärts fährt. Auch wieder bei Unscanned Robot beim Trekker. Halt, das ist der Walls, den wollte ich nicht. Hier ist der Trekker. Wenn er sich auf den Gegner zudreht, dann soll er auch gleichzeitig fahren. Also statt ahead ein set ahead. Jetzt sind alle Funktionen asynchron. Das heißt, während er die Kanone dreht und während er sich selber dreht, währenddessen fährt er auch nach vorne. So, mal schauen, hier könnte man ebenfalls noch eine set turn gun right. Das mit dem Zurückfahren, das muss nicht asynchron sein. Gut, hier sollte ich warten, bis er die Kanone auf den Gegner ausgerichtet hat. Denn wenn er jetzt feuert, bevor die Kanone in Richtung Gegner zeigt, habe ich eine Kugel verschwendet. Also wieder Compile. Und noch einmal Restart. Ja, also wenn man es jetzt am eigenen Bildschirm sieht, dann sieht man, dass die Bewegungen von Trekker jetzt richtig ja, tänzerisch flüssig sind. Der fährt also jetzt auch im Kreis, statt dass er Linien fährt. Und man sieht jetzt schon auf dem Beamer, jetzt kommt er sehr, sehr nah an den Walls ran. Nah genug, dass er ihn auch ein paar Mal treffen kann. Walls selber kann sich nicht drehen, also die Chancen sind jetzt für Trekker sehr, sehr gut, den auch zu treffen. An den Ecken wird er wahrscheinlich noch ein paar Mal daneben schießen. Hat jetzt schon mehr Punkte als Walls. Bom, ja, hat gewonnen. Also mit ein paar Zeilen Änderungen. Aus synchronen Bewegungen, asynchrone Bewegungen machen, haben wir jetzt den Trekker stark verbessert. Und genau das ist das, womit sich die Schüler dann die ganze Zeit beschäftigen, die Bewegungen zu verbessern, eine neue Strategie zu finden, wie man den gegnerischen Kugeln ausweichen kann und wie man selber nah genug ranfährt, sodass der Gegner ja, quasi keine Chance hat. Einen etwas umfangreicheren Roboter, den muss ich dann aber, da muss ich mich dann aber doch direkt am Beamer anschließen, sind meine beiden Roboter, die ich über die letzten Jahre Robocode immer so am Rande, wenn gerade etwas Zeit war, weiterentwickelt habe. Und zwar ja aus damals aktuellem Anlass und Pressemeldungen heißt der eine Salmonelle und der andere Ehek. Gibt auch Finanzkrise und Kursverfall und so weiter. Wir haben ja alles Betriebswirtschaftler in unseren Klassen. Robocode.sh und der spielt dann am Ende gegen die Studenten auch mit.
Wobei ich nicht immer gewinnen kann. Das ist, die sind oft sehr viel besser, weil sie sich aus dem Internet informiert haben und vorausberechnen. Und das sind meine über die Zeit dynamisch gewachsenen beiden Roboter. Für die meisten keine wirkliche Herausforderung. So, ja, das mit den ganzen Klassen nicht gefunden. Das ist bei so gesammelten Werken durchaus üblich. Jetzt schließe ich mich mal wieder vorne an den Beamer an. Das heißt, im Browser wird jetzt erstmal nichts passieren, weil ich nicht mehr am Netz bin. Beamer ist hier. Ah, das verwirrt mich jetzt einigermaßen. Moment. Das muss dranbleiben, so rum, und stattdessen muss ich den verwenden. HDMI aktiv, Auflösung 1024, das stimmt ja eigentlich alles. So. Gucken, wie es mit dem Netz aussieht. Ja, da steckt kein Kabel dran. Naja, ich hänge mich gleich wieder ans Netz, dann gibt es auch wieder Zugriff auf den Webserver. So, nehmen wir mal ein paar von den Beispielrobotern. Battle New. Sample. Crazy hat einen sehr schönen Zufallsalgorithmus drin. Der bewegt sich also so, dass man ihn schwer einfangen kann. Sitting Duck ist ein guter Punktelieferant. Spinbot fährt einfach immer im Kreis. So, und meine eigenen zwei, die auch normalerweise als Team auftreten. Knoppers Team ist Salmonelle und Ehek. Gut, Start Battle. Oh, Beamer ist nicht an. Ja, jetzt müsste aber eigentlich doch. Je nach Codegröße, also Anzahl von Zeilen, die man geschrieben hat, gibt es Mikrobots, Nanobots oder Megabots. Megabots haben die größten Anzahl von Zeilen, aber dann auch verschiedene Algorithmen, verschiedene Strategien drin. Diese Funktion ist nicht verfügbar. Inkompatibles Signal? Das ist neu. Eben hatten wir kurz was gesehen.
Gut. Also bei Salmonelle sieht man, dass es ein modifizierter Trecker ist. Ja? Der fährt direkt auf den Gegner zu, rammt den auch, geht also möglichst nah ran, da geht kein Schuss daneben. Oder zumindest sehr, sehr selten. Das ist auch einer der wenigen, der diese zufallsgenerierten Roboter einfangen kann, weil der einfach so nah ranfährt an den Gegner, dass der kaum noch ausweichen kann. EHEC macht es anders. Man sieht, der fährt quasi immer senkrecht zu der Achse zum Gegner. Also wenn der Gegner schießt, dann kann EHEC einfach ja, weiterfahren und die Kugel geht daneben. Der dreht sich also eigentlich nie mit seiner Fahrachse in Richtung des Gegners, sondern umkreist den Gegner immer. Ja? Also im günstigsten Fall fährt er im Kreis durch den Gegner und schießt in die Mitte. Das erfordert, dass man halt in 90-Grad-Winkeln denkt und die Kanone halt nicht in Fahrtrichtung dreht, sondern in Richtung des Gegners. Ja, also der läuft quasi wie eine Krabbe immer seitwärts, ist daher auch sehr schwer zu treffen. Gut, und die beiden sind Teamroboter. Das bedeutet, dass die sich gegenseitig erkennen können. Und dafür gibt es in dem Advanced-Robot nicht, aber im Team-Robot eine Funktion, ist Teammate bei dem gescannten Roboter. In die schauen wir gerade mal rein. Ja, salmonelle.java. Ja, also man sieht schon, dass es etwas mehr Quelltext, weil der verschiedene Strategien fährt, die er dann auch wechselt, je nach Gegner. Und irgendwo gibt es ein unscanned Robot und da steht ziemlich weit oben, if is teammate name return. Das heißt, wenn er erkennt, dass der gescannte Roboter im gleichen Team ist, dann verlässt er diese Funktion unscanned Robot, er ignoriert ihn also völlig. Ja. Es gibt noch andere Strategien, die man fahren kann, dass man versucht, von dem gescannten Roboter dann wegzufahren, damit man ihn auch nicht aus Versehen treffen kann. Hier bedeutet es einfach, Teammitglieder werden ignoriert, die werden also weder verfolgt noch beschossen. Gut, falls noch kein aktueller Gegner gesetzt ist, wird diese Funktion Maybe Track Robot aufgerufen. Die entscheidet dann, ob dieser Gegner, ob es sich lohnt, den zu verfolgen. Das hängt davon ab, wie viel Energie er hat, wie viele Punkte es bringen würde, wenn man den abschießt und wie schnell der ist. Ja, schnelle Gegner werden eher nicht bevorzugt, weil die sind schwerer zu treffen. Langsame Gegner oder solche, die sich nicht seitwärts bewegen, die sind einfacher zu treffen und je nachdem verfolgt er dann den entsprechenden Roboter. Und dann kommt eine Abstandsfunktion. Falls dieser neu gescannte Roboter näher ist als der aktuell verfolgte Gegner und wenn die Energie des verfolgten Roboters kleiner ist als die Energie des Gegners, also der geht immer auf die Schwachen sozusagen los, dann verfolgt er diesen anderen Roboter. Und dass er hinten true oder false ist so eine Art Prioritätsangabe bei dem Maybe-Track-Robot, was ich mir ausgedacht habe. Das sagt, wie stark der Wunsch ist, jetzt diesen Roboter zu verfolgen statt den anderen. Na, wenn da false steht, dann muss er nochmal rechnen, ob es sich lohnt. Wenn da true steht, heißt es, oh ja, auf jeden Fall, den verfolge ich jetzt und den anderen Gegner, den gebe ich auf. Ja, und die Funktion zum Hinterherfahren, die ist wiederum aus dem Tracker übernommen. Da müssten wir jetzt reingucken in das Maybe-Track-Robot. Da kommt eine ziemlich komplizierte Berechnung. Ja, so kompliziert ist es eigentlich nicht, so eine Art Taylor-Reihe. Hier wird berechnet, und zwar in mehreren Schritten, wie ich fahren muss, um den Gegner dort zu erreichen, wo er sein wird, wenn mein Projektil einschlägt. Ja, das klang jetzt etwas kompliziert. Also wenn hier ein Gegner in diese Richtung fährt und ich scanne den, dann fahre ich nicht dahin, wo ich ihn gerade gescannt habe, sondern dahin, wo er sein wird, wenn er linear weiterfahren würde. Ich drehe mich also von vornherein in die Richtung, in die der Gegner fährt und fahre dahin, sodass ich ihn dann in diesem Punkt treffen kann. Und genauso mit der Kanone, die wird auch nicht in Richtung des Gegners gedreht, sondern dahin, wo er hinfährt. Dann kann ich nämlich schon mal schießen und die Kugel kommt genau in dem Moment an, wo der Gegner, zumindest wenn er in die Richtung weiterfährt, gelandet ist. So kann man also eine quasi Vorausberechnung machen, um zu gucken, treffe ich so besser oder schlechter. Das funktioniert bei Gegnern, die sich linear bewegen, ganz gut. Wenn sie eine Kreisbahn fahren, geht es auch noch einigermaßen, muss ich etwas näher ranfahren. Bei so Robotern wie dem Crazybot geht es leider gar nicht, weil der ständig die Richtung wechselt, ohne dass man es vorhersagen kann, weil der durch einen Zufallsalgorithmus gesteuert wird. Den kriegt man tatsächlich nur, wenn man so nah ranfährt wie möglich und ihn dann versucht, durch
Rammen zu erledigen. Gut, und diese Funktion hier mit der While-Schleife, das verwenden inzwischen auch sehr viele Schüler, weil die gemerkt haben, das passt ganz gut. So kann ich auch schnelle Gegner schnell kriegen, weil ich eben nicht dahin fahre, wo sie vorher waren, sondern dahin, wo sie zukünftig sein werden. Das ist also eine quasi in die Zukunft vorausschauende Funktion. Ja, dieses Normal Absolute und Normal Relative Angle ist auch eine Optimierungsfunktion mit dem Arcus Tangens 2. Ja, wenn also der Gegner 5 Grad nach links geht, wenn ich mich da 5 Grad nach links drehen müsste und ich rechne nur positiv, dann müsste ich mich um 355 Grad nach rechts drehen. Und mit dem Arcus Tangens drehe ich mich immer in dem dem Quadranten richtig, sodass es die kürzeste Winkeldistanz zwischen mir und dem Gegner ist. Ja, das vermeidet also unnötige Bewegungen. Ja, also man kann da schon einiges optimieren. Ja, der Roboter ist umfangreicher, als er sein müsste. Also das Hauptsächliche hier ist die Vorausberechnung und das schnelle Drehen und auf den Gegner zufahren. Den könnte man vielleicht noch auf die Hälfte kürzen, wenn man den Code etwas bereinigt. Leider sind die Studenten inzwischen auch besser geworden und die stampfen diesen Roboter gnadenlos ein. Und der EHEC hingegen, der ist so geschrieben, dass er halt möglichst gut ausweicht. Und der hat diese tänzelnde Bewegung quasi auf einer Kreisbahn immer hin und her und auch 3 verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Circle, dann umkreist er den Gegner, Approach, dann versucht er auf einer Zickzackbahn an den Gegner ranzufahren, sodass er, wenn der jetzt anfängt zu schießen, nicht getroffen wird. Und Random ist halt eine Zufallsbewegung. Falls er zu viele Treffer abkriegt, dann geht er in einen Zufallsalgorithmus über und versucht dann halt erstmal wegzulaufen. Ja, und der hat also auch einiges an Bewegungsvarianten drin und je nachdem, wie viel Energie er und der Gegner hat, verwendet er das auch. Und hier wird auch die Funktion recycelt, um die Bahn vorher zu berechnen, wo der Gegner ist. Ja, also dieses While mit dem Delta Time kommt hier wieder vor. Hier hätte man jetzt zum Beispiel sich die Objektorientierung zunutze machen können und eine Basisklasse definieren oder eine Utility-Klasse, wo diese ganzen Funktionen drin sind, sodass man die nicht in jedem einzelnen Roboter nochmal implementieren muss. Und das ist auch eine Aufgabe, wo man Java lernen kann, Programme zu optimieren, kürzer zu machen, übersichtlicher zu machen und den Code so zu schreiben, dass man den zwischen verschiedenen Robotern austauschen kann. Ja. Dann gibt es noch Broadcast-Funktionen für die Teamroboter, dass man sich also Nachrichten schicken und in Empfang nehmen kann, zum Beispiel sich abzusprechen, den gleichen Gegner zu verfolgen oder eben auch nicht. Denn wenn man den gleichen Gegner verfolgt, dann kann man leicht kollidieren, wenn beide auf den gleichen schießen oder der eine von der einen, der andere von der anderen Richtung. Gegner fährt weg und dann schießt man sich gegenseitig ab, ist auch schlecht. Ja, also da ist wahrscheinlich die Strategie besser, zwar immer 2 unterschiedliche Gegner zu verfolgen und nicht auf den gleichen zu schießen. Ja, und das geht mit Broadcast Message, das wird ebenfalls von diesen Robotern unterstützt, aber das habe ich hier noch nicht verwendet in meinem eigenen Roboter. Gut, das ist also das Robocode. Wenn man mal alle Studenten zusammen in so ein Battle nimmt von einem Jahrgang, ich sortiere die normalerweise auch nach Semestern, genau, Battle Open, Sommersemester 2015, alle. Das war dann mit Sample-Robotern und mit meinen eigenen dazu. Genau, Knoppers-Team, Anonymous-Team. Da braucht man eine etwas größere Arena, 2400 x 1200 Pixel, ja, Start Battle. Und dann, ja, werden die alle in eine Arena gesetzt und aufeinander losgelassen. Ja. Und da haben meine 2 EHEC und Salmonelle, die scheiden relativ früh aus. Die Studenten wissen schon, wie die sich bewegen und dann können die entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Wenn man es debuggen möchte, jeder Roboter kann ja mit out.println eine Ausgabe produzieren und so kann man dann auch mitverfolgen, was die gerade machen. Man klickt drauf und dann sieht man dort diese Out-Meldungen und auch die Systemmeldungen. Ja, EHEC ist schon gestorben. Wen er gerade verfolgt und so kann man auch dem auf die Schliche kommen, warum manchmal sich der eigene Roboter nicht so verhält, wie man es eigentlich geplant hat. Dann kann man hier schauen, okay, jetzt bin ich an der Stelle des Quelltextes gelandet.
Wenn man es, ja? Ist das Absicht, dass der Radarstrahl auseinandergeht? Also wird der ungenauer, je weiter weg ist? Das sieht nur so aus. In Wirklichkeit sind diese auseinandergehenden Radarstrahlen eine Strategie, die lautet, ich verfolge zwar eine Richtung, aber ich mache eine sehr schnelle Bewegung, 5 Grad nach links, 5 Grad nach rechts. Also und es geht so schnell, dass es aussieht, als wäre das ein breiterer Radarstrahl. Wenn ich 360 Grad mache, dann sieht man es. Der zum Beispiel, der ist einmal jetzt quasi rumgegangen. Ja, das ist dann sehr langsam, aber je enger dieser Strahl ist, desto weniger sieht man, dass das der tatsächlich bewegt wird, der Radar. Ja, der scannt jetzt das ganze Umgebungsfeld, weil er keinen Gegner gesehen hat. In dem Moment, wo wieder einer reinfährt, dann müsste er den, ja, dann sieht er den wieder und der Radar zeigt dann auf den drauf. Noch eine Frage, haben die Kugeln eine Relativgeschwindigkeit? Das heißt, nehmen wir die... Nehmen keine Bewegungsenergie mit. Die sind sozusagen wie Lichtstrahlen. So aus, als ob's nicht, grad fliegen, die Kugeln, sondern als ob's ja, die manchmal hat man so den Eindruck, dass sich die Kanone dreht und er wirft quasi die Kugel so raus, aber das stimmt nicht. Wenn der Panzer fährt, das die Bewegung. Nee, das addiert sich nicht. Das ist keine relative Bewegung, sondern immer absolut. Also zumindest steht es so in der API. Falls es doch relativ wäre, dann wäre es ein Bug in der Robocode-Umgebung. Die Kugeln, die schneller sind, sind die mit wenig Energie. Ja, wenn ich also Fire 1 schreibe, dann ist die Kugel quasi zweimal so schnell wie ein Fire 3. Ah. Auch das finden wir in der API unter dem Begriff Fire. Das Fire ist im normalen Robot drin. Ja, da steht auch genau angegeben, viermal die Energie, die ich rausschicke, werde ich Schaden anrichten beim Gegner. Ich kriege aber dreimal die investierte Energie zurück, wenn ich mit meiner Kugel getroffen habe. Ja, also insgesamt, wenn man sich gegenseitig beschießt, verliert man Energie. Gut, da müsste auch was mit der Geschwindigkeit irgendwo stehen. Amount of energy, take a robot, parts, and on event is generated. Dann diese Hitzefunktion. Velocity. Das ist aber von der Bullet. Ja. Es steht leider nicht immer bei der gleichen Funktion dabei, solche Dinge mit der Geschwindigkeit. Das kann auch sein, dass es dort unter Ahead oder Turn steht, aber man kriegt es raus. Irgendwo in der Robocode-API stehen die ganzen Konstanten und auch Variablen. Und einige davon darf man auch pro Wettkampf verändern. Die Battle Rules, zum Beispiel die Max Velocity, kann man verändern. Die gilt dann für alle Roboter. Die dürfen sich dann schneller bewegen als normalerweise diese 8 Pixel pro Turn. Einige dieser Seiteninformationen stehen auch im Robocode-Wiki. Ja, die Physik des Spiels. Bullets. Ja, da steht die Formel. 20 minus 3 mal Firepower. Also mit je größer die Energie, mit der ich abschieße, desto langsamer ist diese Kugel. Nehme ich als Firepower 1 oder 0,5, dann kann ich die Geschwindigkeit der Kugel beschleunigen.
Das müsste ich natürlich bei der Vorausberechnung, wo der Gegner sein wird, entsprechend auch berücksichtigen, dass die Kugeln unterschiedlich schnell fliegen können. So, ja. Was noch zu Robocode? Also man lernt Java, man hat einen Haufen Spaß für ein ganzes Semester und es gibt dann hoffentlich auch immer gute Noten. Ja, jedenfalls, es kommt selten vor, dass mal ein Team überhaupt keine Lust hat und irgendwo abschreibt. Und als Lehrer merkt man das halt schon, weil man die ganzen guten Roboter überall schon mal gesehen hat. Auch gerade wenn die bei älteren Teams abschreiben, also so Plagiate kriegt man schon raus. Oder dann beim Kolloquium, wenn die Gruppe dann ganz stolz über ihren Roboter vorträgt und man fragt dann, was bedeutet diese Variable und keiner weiß es, dann ist es auch schon peinlich. Ja, manche suchen sich dann auch, weil sie unbedingt gewinnen wollen, Killer-Roboter aus dem Netz raus, was okay ist, solange man erklären kann, was die machen. Und wenn sie dann vor diesen 10.000 Zeilen Code stehen und keine Ahnung haben, was es bedeutet, ist auch schlecht für die Note. Ja, es kann zwar sein, dass sie dann das Spiel gewinnen, aber das fließt in die Note nicht ein, sondern ob man auch erklären kann, was man gemacht hat und dass man sehen kann, dass Software Engineering auch stattgefunden hat, dass man sich Strategien überlegt hat, dass man eine Implementationsphase hatte, dass man genügend Zeit, nicht zu viel und nicht zu wenig für die einzelnen Phasen der Entwicklung verwendet hat. Und da lernt man halt auch als Schüler sehr viel dabei. Ja, und das Robocode gibt es jetzt schon über 10 Jahre. Ja. Okay, gibt es da noch Fragen zu Robocode? Ja? Macht ihr sowas wie ein Turnier am Schluss? Mit ja, genau. Publikum, ja, also bei 24 Studenten etwa haben wir dann so 5 bis 6 Teams. Also meistens 3 Studenten in einem Programmierteam, macht ein Team aus 2 Robotern. Und am Schluss werden dann alle Teams gegeneinander losgelassen. Und manchmal ist es spannend, dann kristallisiert sich raus, dass es 2 sehr, sehr starke Teams gibt und dann lässt man die auch mal alleine gegeneinander spielen. Es macht auch einen Unterschied, ob die Sample-Roboter dabei sind oder nicht. Gerade die schlechten Roboter liefern natürlich viel Energie für die anderen Roboter. Und wenn dann die Strategie lautet, immer auf die schwächsten Roboter zu gehen, dann kriegt man natürlich, wenn die Samples dabei sind, bessere Chancen, weil man die als Erster angreift und dann auch die Punkte kriegt. Und wenn die nicht dabei sind, dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Also auch Kombinationen von einzelnen Teams sind ganz interessant und wir haben auch schon mal bis in die Nacht hinein geguckt, was passiert, wenn man in dem oder jenem Parameter dreht. Also da ist die Motivation der Studenten auch sehr hoch, ein bisschen mehr zu machen, als sie normalerweise nur für die Note tun würden und dabei auch Java und Objektorientierung zu wiederholen. Ja, also den Wettbewerb am Schluss gibt es auf jeden Fall. Und manchmal, wenn ich Zeit habe, leider kam das in den letzten Semestern seltener vor, dann werden die Ergebnisse und der Quelltext der Roboter veröffentlicht auf unserer Kurswebseite knopper.net, BW, Software Engineering Projekt ist das, also als Bestandteil der Software Engineering Vorlesung. So, ja, 2010 habe ich das letzte Mal die Teams gepackaged. Und da ist natürlich auch die Highscore-Tabelle drin, wer am besten war und so. Und da war tatsächlich ein Team aus 2 Mädchen, was damals alle anderen abgeräumt hat. Die haben das perfekt programmiert, konnten auch alles erklären. Also es war auch nicht abgeschrieben oder so. Und die haben die ganzen Jungs platt gemacht. Das ist ganz gut. Und seitdem wird deren Quelltext ganz gerne so als Beispiel genommen für eigene Roboter. Nicht immer erfolgreich, aber doch die Vorausberechnung, die drin hatten, war sehr gut. Und eben auch der Algorithmus, den Gegnern auszuweichen. Und das wird dann auch ganz gerne in anderen Robotern weiterverwendet. Ja, und die Namen, die deren Teams geben, da habe ich halt nur gesagt, es darf nichts Anstößiges sein und nichts Diskriminierendes. Ansonsten können sie ihr Team nennen, wie sie möchten. Ja, Made in China war halt ein Team aus 3 Chinesinnen und Chinesen, die allerdings nicht so gut abgeschnitten haben. Team Kamerun, ja, war ein afrikanisches Team. Ja, Riesenalk weiß ich auch nicht. Das hat auch mal vielleicht etwas mit der Art und Weise, wie die programmieren, zu tun. So, gut, und bei dem Team 2015, also vom diesjährigen, so im vergangenen Sommersemester, war Error 404 die beste Gruppe.
Damals aber dicht gefolgt von Pinky and the Brain. Robocox war an Platz 3. Na, ich war immerhin auch an Platz 4, bin ich jetzt auch wieder gelandet. Obwohl ich nicht der bin, der am häufigsten übrig geblieben ist. Da waren die anderen, aber meine Roboter rammen ganz gerne. Und dafür kriegen sie halt extra nochmal einen Bonus. Und das zahlt sich dann auch in der Highscore-Tabelle aus. Aber die meisten programmieren halt tatsächlich drauf, als Letzte übrig zu bleiben und die anderen Roboter, wie auch immer, zu killen. Und ob man jetzt rammt oder spezielle Bonus einsammelt, ist den meisten eigentlich relativ egal. Ja. Interessanterweise hat hier Walls gegen die letzte Gruppe gewonnen. Und das war ein Team aus 2 Robotern, also die waren nicht so gut. Jo, leider läuft diese Umgebung nicht unter Android. Unter Android gibt es keinen vernünftigen Java-Compiler und die Java-Runtime kann halt auch nur Android-Programme ausführen. Hier wäre es vielleicht ganz lohnend, wenn sich mal so als Projektarbeit, Studienarbeit oder Bachelorarbeit jemand finden würde, der dieses Spiel auf die Android-Entwicklungsumgebung portiert. Es gibt auch eine .NET-Portierung. Also es geht, man ist nicht unbedingt auf Java angewiesen. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass es vielleicht das irgendwann mal für Android-Tablets geben wird und Entwicklungsumgebung und alles ist ja dabei. Man braucht halt einen Java-Compiler. Gut, habt ihr noch Fragen? Nein? Ja, dann würde ich sagen, machen wir wieder Pause und als nächstes ist dann Gerald dran, oder? Ja.